Die erste Frage, liebe Frau Resch, ja. Wie sind Sie zum Würstelstand gekommen? War das schon immer Ihr Kindheitstraum oder sind Sie in zweiter, dritter Generation Würstelstandsfrau? Nein, ich bin in erster Generation Würstelstandsfrau. Ich habe das von einem Nachbarn übernommen vor 33 Jahren. Das war mehr Zufall. Ich habe gesagt, ich gehe ihm zur Hand. Dann ist er in Pension gegangen und hat gesagt, reise Würste. Dann haben wir gedacht, mein Gott, daheim ist Fahrt, probiere es. Und dann sind 33 Jahre draus geworden. Ja. Ja, wie mein Ex-Mann Vegetarier geworden ist, weil ich mich scheiden lassen. Der Würstelstand war wichtiger. Was sind die Vorteile oder was taugt Ihnen am Würstelstand sehr und was taugt Ihnen weniger an der Arbeit am Würstelstand? Manchmal im Winter ist es kalt. Das taugt man nicht. Aber die Leute, schauen Sie mal gut an das Wiener Herz. Ja? In Wahrheit, in erster Linie verkaufe ich Würstel, in zweiter Linie bin ich Zuhörerin. Schwester, Mutter, Freundin, ich gebe es nicht gern zu, ja, aber die Leute erzählen mir viel. Es ist schön. Ja. Ich habe da meine Stammkunden und Kundinnen, die kommen seit Jahren immer wieder und das ist schön. Na, da kenne ich schon ganze Lebensgeschichten, da kenne ich die Kinderkrankheiten von den Enkeln. Kenne. Das ist was wert, glauben Sie mir. Ja. Ist das nicht manchmal aber anstrengend oder geht das zu Herzen oder gibt es nicht manchmal auch nervige Leute am Würstelstand? Ja, klar gibt's. Der ein paar Mal, wie der Gurtl zu viel gesoffen hat, dann hat er mir fast einmal angefangen zum Randalieren, hat mir den Mistgewe umgeschmissen und gesagt, Gurtl, jetzt hast du einmal eine Woche Hausverbot. Hat er schön geschaut. Ne? Aber den habe ich ins Herz geschlossen, der weiß, er darf wiederkommen. Ne? Sowas kommt vor, aber die unguten Leute, ich sag's ihnen, die kommen gar nicht zu mir, weil die wissen, da mache ich Rambazamba. Bei mir sind nette Kunden, Kunden mit Herz und Kunden mit Hunger. Und der Trend zu vegetarisch, haben Sie den am Würstelstand auch, dass Sie dann quasi vegetarische Würsteln anbieten? Nein, ich weiß es. Ein paar Mal bin ich gefragt worden, aber ich habe mit meinem Biobauern, da habe ich abgekommen, habe ich gesagt, weißt du was, wir bieten die besten, guten Würsteln an, aber die Vegetarier, schau, das ist eine andere Schiene. Ne? Ich habe ja auch kein Vorrangegeschäft und dann verkaufe ich, weiß ich nicht, einen Lastwagen. Ne? Ja. Was ist die Spezialität von Ihrem Würstelstand? Die Burenwurst. Die ist mit Abstand der Klassiker. Die Burenwurst mit einem süßen Senf. Ja? Und einer Semme, das ist der Klassiker, 16er Blech dazu. Das haben die Leute am allerliebsten und das ist wirklich meine Spezialität. Das ist eine ganz besondere Würze drin, das verrate ich aber nicht. Die machen Sie selber oder die brauen Sie selber sozusagen die Würze? Naja, ich sag einmal, ich war mit meinem Partner, war ich am Rezept entwickeln, also mit meinen Lieferanten. Da ist die Burenwurst ganz, ganz speziell. Da habe ich nur ein bisschen mitgeredet. Herstellen tue ich es nicht, aber ich weiß, was drin ist. Und Sie essen es auch selber? Ab und zu, ne? Ich sage immer, wenn man sich ausgewogen ernährt, dann schaden so 4-5 Burenwürste oder Eiträge in der Woche auch nichts. Ne? Und was ist Ihre lieblingseigene Speise? Habe ich das überhaupt? Wissen Sie, ab und zu freue ich mich über Schnitzel, es müssen nicht immer Würsteln sein. Und die Schinkenfleckern von meiner Mutter, die waren die besten. Ne? Die hat sich mal ein bisschen mit einem Schlager was drin, ne? Sogar, und dann überbacken mit einem Käse. Die Schinkenfleckerl, die esse ich gern. Ja. Und jetzt, wie sind Sie zum Theater gekommen? Ja, mein Gott, nein, es war mir ein Unfall. Ne? Da haben sie mich gefragt, sie täten gern ein Stück über mein Leben machen, aber ich dachte, ich weiß nicht, ob das mich interessiert. Aber ja, die Leute sind dann gekommen. Ne? Da haben mich diese Theaterleute haben mich eingeladen, haben mir zuerst gedacht, ich bin völlig fehl am Platz. Aber ehrlich gesagt, es hat auch was. Jetzt habe ich einen zweiten Würstelstand im Schubert-Theater. Aber dort verkaufen sie keine Würstel, oder? Oder dort spielen sie nur Würstelstandsfrau? Sozusagen, ich verrate Ihnen ein Geheimnis, aber sagen Sie es nicht weiter, nur unter vier Augen. Ja? Die Würsteln da, die sind aus Plastik. Da tue ich nur so, als ob, wie es am Theater halt so ist. Ist eine komische Welt. War das eine große Umstellung? Ja, weil die riechen nicht. Nein, aber das so zu spielen, dann, weil es soll ja trotzdem so rüberkommen, wie wenn es echt war. Ja, wie wenn es echt war. Aber schauen Sie, da ich ja von mir erzähle, ich spiele es jedes Mal.
ist vielleicht eine Schauspielerin an mir verloren gegangen. Oder nicht verloren, jetzt entdeckt, ne? Zweiter Bildungsweg. Und beide Berufe kriegen Sie jetzt unter einen Hut. Die Arbeit am echten Würstelstand und die im Theater? Ja, das ist ein bisschen schwierig manchmal, aber stand's in den letzten eineinhalb Jahren war es leicht. Dort Lockdown, da Lockdown. Ich habe viel Zeit gehabt. Aber ist das nicht schwierig, dann sozusagen, wovon haben Sie dann gelebt? Ich habe schon gehört vom Härtefall von. Ein bisschen was habe ich gekriegt. Was soll ich sagen? Ich meine, da muss man sagen, ganz auf der Straße bin ich ja Gott sei Dank nicht gelandet. Ne? Aber ich sage Ihnen was, ganz am Anfang, 6 Wochen auf Antwort warten bei dem Zeugs, das musst du mal aussitzen, das ist die Härte, deswegen heißt das Härtefall, vorhin sonst gar nichts. Ne? Aber ja, mein Gott, es geht wieder bergauf. Ne? Manchmal spülen wir, dazwischen verkaufe ich meine Würstchen, das geht sich aus. Dort und da, wie mit Leid zu tun, ist schön. Man schlägt Brücken sozusagen. Ja, aber selbst wenn Sie Geld aus dem Härtefallfonds gekriegt haben, Sie haben ja dann praktisch nichts mit Leid zu tun gehabt. Wie war das? Ist Ihnen da die Decken am Kopf gefallen? Schauen Sie, ein bisschen gedruckt hat es schon von oben. Ja. Aber ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, es hat da so eine Serie gegeben in dieser Lockdowns von dem Schubert-Theater, das hat geheißen Stay at Home with Puppets. Das heißt, ich habe einmal in der Woche von daheim per Video mich an meine Kundschaft und Fangemeinde, sagt mein Theater, ne, gewandt und habe denen ein bisschen erzählt, wie es daheim so ist. Und ich muss einmal sagen, das hat mein Herz gerührt, weil die Leute haben sich gemeldet und bedankt, haben eine E-Mail geschrieben, das war schön. Ja. Also insofern habe ich was zu tun gehabt. Ja, zu tun schon, aber sie waren ja trotzdem allein und haben keinen Kontakt mit richtigen Leuten gehabt, mit ja, echten Menschen. Ja, die meisten, das haben wir dankt. Aber schauen Sie, ich habe einen Balkon, da haben wir manchmal zu den Nachbarn umgeschrieben. Ich habe einen ganz lieben Nachbarn, dem habe ich dann eine Erdbeergulasch schon umgestellt. Ne, und der hat sich dann bedankt, der Wahnsinnige hat sich eine Drohne gekauft. Hat man, wie er sich nicht auskennt hat mit der Drohne, hat er mir gleich auch eine Idee auf dem Balkon zusammengehauen. Und zur Entschuldigung ist er dann mit einer Rosen gekommen. Das war eh lieb. Ich mein, da sind Dinge passiert, die waren ohne Lockdown gar nicht passiert. Ne. Waren Sie eigentlich selber als Kind im Theater oder oft im Theater oder nie? Nein. Und wir sind eine Arbeiterfamilie, ne? Aber auch nicht mit der Schule oder so? Nein, waren wir nicht. Zu meiner Zeit waren wir nicht im Theater. Nein. Das habe ich jetzt gerochen sozusagen. Aber ich muss wirklich sagen, es ist doch eine ganz verrückte und lustige Welt. Irgendwie denkst du, die Leute sind schon komisch. Ich meine, die spielen dauernd andere Leute, die gar nicht selber sind. Ich spiele ja wenigstens mich. Ne? Aber ja, bin da schon, wie sagt man, eingetaucht. Ne? Und sehen Sie Parallelen zwischen dem Würstelstand und dem Theater? Oder sind das für Sie jetzt zwei verschiedene Welten? Naja, ich meine, mit den Leuten rede ich dort und da, muss ich Ihnen schon sagen. Am Würstelstand erzählen wir halt dem mehr über sich und da im Theater erzähle ich den Leuten da unten mehr über mich. Aber sonst, ja, am Griller stehe ich dort und da. Ne? Auf welchem Griller stehen Sie im Theater? Naja, da habe ich auch einen schönen Würstelstand, wenn Sie gesehen haben. Ne? Den haben sie mir einen zweiten Würstelstand haben sie mir gebaut für die Bühne. Na, da habe ich auch, da liegen auch meine Würstel am Grill. Ne? Ja, freilich, ist alles angepasst, wie es sich gehört, sonst geht ja nicht von mir dazu, ich wäre ja nicht authentisch, ne? Muss ja authentisch sein. Und jetzt reisen Sie mit dem Theater durch die Welt, habe ich gehört. Haben Sie gehört, ja. Ja, ich sage Ihnen, was, da haben Sie gesagt, ich soll eine digitale Serie machen. Ja, habe ich gesagt, bei mir daheim ist nichts digital, außer mein Geschirrspüler und mein Wecker und mit beiden muss ich mich ärgern, will ich nicht. Aber ja, sie haben mich überredet, ne? Was soll ich sagen. Ich meine, ich hasse Reisen, normalerweise hasse ich Reisen, weil schaust du, muss ich immer Koffer packen, einpacken, auspacken, ich bin, trotzdem habe ich immer das Falsche mit, immer, ich weiß nicht, wie das geht, geht's Ihnen auch so? Ich habe meistens zu viel mit. Ja, aber das, was ich dann braucht hätte, das war halt in der Dreckwäsche, ne? Ist immer so. Aber ja, dann haben sie halt gesagt, das geht alles digital. Und ich mir gedacht, naja, dann brauche ich wenigstens den Plätzchen nicht machen. Ne? Dann haben sie gesagt, auf Knopfdruck schicken sie mich dort hin und da hin und dort hin. Und ich mir gedacht, naja, wenn es sei so, ich kann eh nicht nein sagen. Ne? Ich habe mich ja förmlich
liebevoll gezwungen. Und wo ist Ihre erste Reise hin? Das darf ich nicht verraten, weil das kommt der Straße. Das soll für die Leute ja wirklich eine Überraschung sein, weil es war für mich auch eine, glauben Sie mir. Es war eine Überraschung. Gewünscht hätte ich mir nach Paris, sage ich mir gleich. Und? Das war es nicht. Oje. Und wo sind Sie selber schon hingereist in Ihrem Leben? Ich war früher einmal in Krakau, weil von dort war mein Ex-Mann her. Aber sonst war ich nicht viel unterwegs. Ich war in Kärnten ein paar Mal, das hat mir gereicht. Und bei einer Bekannten in wo war das nochmal, in Landerteier. Also viel bin ich nicht gefahren. Ja. Aber brauche ich nicht. Schauen Sie, Wien ist eine schöne Stadt, ich bin eine Ur-Wienerin, da ist mein Herz. Da bin ich daheim, da gibt es viel zum Anschauen. Ne? Ich meine, manchmal gehe ich von meinem Würstelstand heim, spaziere durch die Stadt und denke mir so, ja, die Hofburg oder einmal am Schloss Schönbrunn vorbei, da kann man am Sonntagnachmittag auch schön spazieren gehen, brauche ich nicht weit viel fahren. Wenn Sie da jetzt so digital reisen, lernen Sie dann ein bisschen was von den Sprachen, wo Sie hinreisen? Das müsste schnell gehen, da hätten Sie mir einen Jeep eingesetzt, weil so genau, das macht Druck, dann geht es ein bisschen pfrrr, und schon bin ich tot. Das ist keine Zeit zum Sprachen lernen. Zum Oberlesen auch nicht? Zum Oberlesen? Ja, vielleicht kriegen Sie einen Teleprompter. Einmal sage ich was in einer anderen Sprache. Da bin ich selber überrascht. Das müssen Sie dann in der Serie anschauen, das verrate ich nicht. Aber ich bin astrein in der Aussprache. Warum werden Sie schon sehen? Digital geht alles. Das heißt, es redet dann wer anderer für Sie? Na, das war schon ich. Na gut, dann sage ich erstens danke Ihnen, sehr aber... Gerne.